die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Herr, öffne unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir dein Reden hören, verstehen und leben. Amen. Liebe Geschwister in der Paulusgemeinde, beim Wandern und Spazierengehen habe ich schon viele gute Gespräche geführt. Ich habe einen guten Freund, mit dem ich mich 2 bis 3 Mal im Jahr für einen Tag treffe, um gemeinsam zu wandern. Wir laufen gemeinsam, tauschen uns aus und schweigen auch gemeinsam. Und ich habe den Eindruck, dass die äußere Bewegung auch zur inneren Bewegung beiträgt. Wir erzählen, was uns beschäftigt. Wir stellen tiefe Fragen. Und während dieser Wanderungen kommen wir in intensive Herzensgespräche. Und eine ähnliche Erfahrung habe ich auch mit meiner Frau gemacht. In der Zeit, als wir uns besser kennengelernt haben, sind wir häufig miteinander spazieren gegangen. Durch Parks, durch Wohnsiedlungen, durch Wälder, durch Innenstädte. Und quasi im Gehen, beim Unterwegssein, haben wir uns ausgetauscht und kennengelernt. Wir haben dann nicht nur beim Spazieren einen gemeinsamen Weg gesucht, sondern auch im übertragenen Sinn einen gemeinsamen Lebensweg. Ist das einer der Gründe, warum Jesus mit seinen Jüngern so viel umhergewandert ist? Einen gemeinsamen Weg zu suchen? Jedenfalls ist auch die heutige Geschichte eine Geschichte, die unterwegs stattfindet. Es handelt sich um ein kurzes Gespräch zwischen Jesus und seinen Jüngern. Hören wir rein in das Markus-Evangelium. Es ist der Text just vor dem Lesungstext, den wir gerade gehört haben. Jesus zog mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie: Für wen halten mich eigentlich die Leute? Sie antworteten ihm: Manche halten dich für Johannes den Täufer, andere für Elia und wieder andere für einen der Propheten. Da fragte er sie: Und für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete ihm: Du bist der Christus. Und er schärfte ihnen ein, mit niemandem darüber zu reden. Jesus ist mit seinen Jüngern in der Gegend von Caesarea Philippi unterwegs. Und das ist keinesfalls belanglos. Caesarea Philippi ist der nördlichste Punkt Israels. Jesus ist also mit seinen Jüngern in den äußersten Norden des Landes gezogen. Hier ist er weit weg von Jerusalem und von den religiösen Führern Israels, die ihn nicht mögen. Und hier ist er auch nicht so bekannt wie in Galiläa und rund um den See Genezareth. Denn dort kann er sich wahrlich nicht mehr sehen lassen, ohne dass nicht gleich eine riesige Menschenmenge zusammenströmt, um ihm zuzuhören, beziehungsweise um von ihm geheilt zu werden. Beliebt oder unbeliebt, das spielt hier oben im Norden keine Rolle. Jesus nimmt sich offensichtlich eine Pause von aller Ablehnung und Zustimmung und allem Trubel, bevor es in Richtung Jerusalem geht.
Und hier steigen wir als Gemeinde ins Markus-Evangelium und in unsere Leseaktion während dieser Fastenzeit ein. Denn Caesarea Philippi ist ein Wendepunkt. Es ist die Mitte des Markus-Evangeliums. Von hier an läuft alles auf Jerusalem und auf Jesu Tod zu. In der Lesung haben wir gerade schon den Text von unserer Aktion Morgen gehört, hier aus diesem Buch Mehr als Fasten mit Jesus unterwegs nach Jerusalem. Jesus wird seinen Jüngern, wir haben es gerade gehört, das erste Mal seinen Tod ankündigen. Und wir machen uns mit Jesus von Caesarea Philippi aus auf den Weg nach Jerusalem. Wir werden Jesus auf seinem Weg ans Kreuz in den nächsten Wochen begleiten. Wie die Jünger laufen wir mit ihm mit und wollen auf ihn schauen und von ihm lernen. Aber noch mehr ist an Caesarea Philippi spannend. In Caesarea Philippi entspringt einer der drei Quellflüsse des Jordan. Er heißt Banyas oder auch Hermonfluss. Banyas heißt heute übrigens auch die Stadt, die damals Caesarea Philippi hieß. Und an der Quelle des Banyas gibt es mehrere Höhlen oder Grotten und eine ist davon besonders groß. Und in dieser Grotte hat man schon vor Jesu Zeit den Gott Pan, einen Naturgott, verehrt. Von ihm kommt übrigens der Begriff Panik. Und auch der Name Banyas, Panyas. Später hat dann Herodes, der König, einen Marmortempel mit einem Standbild des Kaisers zu Ehren des Kaisers Augustus in Banyas gebaut und sein Sohn hat dann die Stadt zu Ehren des Kaisers in Caesarea Philippi umbenannt. Caesarea, Caesar, Philippi. Hier wurde also zum einen ein Naturgott verehrt und zum anderen einem irdischen Herrscher in Person des römischen Kaisers göttliche Ehre entgegengebracht. Die Frage, wer regiert und hat die Macht, war in Caesarea Philippi mit Händen zu greifen. Nicht umsonst erwarteten einige jüdische Gruppierungen den Anbruch der Endzeit in dieser Region um Caesarea Philippi. Und nun fragt Jesus seine Jünger just in dieser Gegend um Caesarea Philippi, für wen ihn die Leute halten. Und die Antworten gehen tatsächlich in eine endzeitliche Richtung. Johannes der Täufer wird genannt. Er war kurz vorher hingerichtet worden. Jesus wäre also der wiederauferstandene Johannes. Eine Sensation. Eine weitere Antwort, die die Jünger wiedergeben, ist Elia. Im Judentum erwartete und erwartet man Elia, bevor der Messias, also Gottes Retter, kommt. Elia war nämlich, ohne zu sterben, zu Gott in einer Feuerkutsche in den Himmel aufgefahren. Wenn er jetzt wieder da wäre, das wäre ebenfalls eine Sensation. Eine dritte Antwort ist irgendein anderer Prophet. Klingt erstmal nicht so sensationell. Aber dazu muss man wissen, dass es in Israel lange Zeit keine großen Propheten mehr gegeben hatte. Gottes Reden an sein Volk schien irgendwie verstummt. Ein Prophet wäre ebenfalls eine Sensation und ein Zeichen, dass Gott wieder Kontakt zu seinem Volk aufnimmt. Und vielleicht spüren wir anhand dieser Antworten, die die Jünger wiedergeben,
ein wenig, wie religiös aufgeladen eigentlich die Stimmung in Israel zur Zeit Jesu war. Die Menschen warteten und erwarteten, dass irgendetwas passiert. Und Jesus war mittendrin. Und Jesus setzt noch einen obendrauf. Er belässt es nicht bei der Frage, was die anderen Leute über ihn sagen. Bei dieser Frage können die Jünger referieren und in Distanz bleiben. Da geht es erstmal nicht um Persönliches. Aber nun fragt Jesus seine Jünger: Und für wen haltet ihr mich? Plötzlich geht es nicht mehr um die allgemeine religiöse Stimmung im Land. Auf einmal geht es um die persönliche Meinung der Jünger, des Einzelnen. Und dieser direkten Frage können sie nicht ausweichen. Jetzt müssen sie Farbe bekennen. Und man kann sich natürlich fragen, warum Jesus die ganze Fragerei da macht. Es klingt für manche vielleicht wie Fishing for Compliments, also das Angeln nach Komplimenten. Ist Jesus tatsächlich so unsicher? Hat er das nötig? Ist er gerade irgendwie in einer Identitätskrise? Braucht er Bestätigung von außen? Ich weiß es nicht, aber ich glaube es eher eigentlich nicht. Und wenn es so wäre, dann erfährt Jesus kurze Zeit später eine Stimme vom Himmel, die ihm zuspricht, dass er Gottes geliebter Sohn ist. Wir haben es vor 2 Wochen gehört. Ich habe mehr den Eindruck, dass Jesus mit seiner Frage bei den Jüngern einen Gedankenprozess in Gang bringen möchte. Es geht nicht um ihn, es geht um die Jünger. Ja, es geht nicht nur um einen Gedankenprozess, sondern es geht tatsächlich um einen Klärungs- und Erkenntnisprozess. Jesus fragt seine Jünger und damit auch uns: Wer bin ich für dich? Ganz gleich, was die anderen sagen, deine Familie, deine Freunde, deine Gemeinde, deine Arbeits- und Schulkollegen, deine Gesellschaft. Was sagst du, wer ich bin? Für wen hältst du mich? Jetzt könnten wir mit den gleichen Worten empört zurückfragen: Jesus, für wen hältst du mich eigentlich? Das ist doch klar. Aber ist das immer so klar? Ist uns immer so klar, wer Jesus für uns ist? Und ich meine, Jesu Frage ist kein Vorwurf. Es geht nicht darum, hier Vorwürfe zu machen. Seine Frage ist eine Einladung, das eigene Bild von ihm zu klären und eine Antwort darauf zu finden. Und ich glaube, diese Frage ist eigentlich immer aktuell. Schließlich geht es bei dieser Frage nicht um reines Kopfwissen, sondern eben auch um die Frage, was mein Herz sagt. Und für solche Gespräche, für so einen Austausch ist es gut, miteinander unterwegs zu sein. Mit Jesus selber, aber eben vielleicht auch mit anderen Jüngerinnen und Jüngern als Kleingruppe, zum Beispiel in einem Hauskreis. Oder man schnappt sich jemanden und sagt: Komm, wir machen zusammen eine Wanderung. Wir gehen zusammen und tauschen uns aus über unser Leben und darüber, wer Jesus eigentlich für mich ist. Jesus möchte mit uns unterwegs sein. Und diese Fastenzeit ist eine Chance, eine gut 40-tägige Wanderung mit Jesus in dieser Hinsicht zu unternehmen. Wer bin ich für dich?
Petrus gibt Jesus eine Antwort. Er sagt, du bist der Christus, der Gesalbte, der Messias, der Retter. Petrus setzt gegenüber den Antworten der anderen noch einen obendrauf. Und das ist aus christlicher Perspektive zweifelsohne eine richtige Antwort. Aber warum reagiert Jesus dann so seltsam? Warum schärft er seinen Jüngern ein, mit niemandem darüber zu reden? Darüber lohnt es sich doch zu reden, wenn er der Messias ist. Petrus benutzt den richtigen Begriff, aber mit diesem Begriff sind bei Petrus und auch den anderen Menschen in Israel andere Vorstellungen verbunden als bei Jesus. Jesus sagt nicht, dass es falsch ist, was Petrus sagt. Aber Jesus möchte einen unguten Hype um ihn selber verhindern. Mit dem Begriff des Messias waren in Israel politische und vor allen Dingen auch militärische Vorstellungen verbunden. Der Messias sollte das Volk aus der Unterdrückung der Römer befreien und ein neues Königtum in Israel etablieren. So die Vorstellung vieler. Wir können an einigen Stellen in den Evangelien erkennen, dass das auch in den Köpfen der Jünger eine Rolle gespielt hat, wenn es dann heißt, dass sie rechts und links neben Jesus sitzen wollen, quasi als Berater des Königs, als Mitherrscher. Und ich frage mich, was ist eigentlich für mich bei Jesus von zentraler Bedeutung? Was erwarte ich von ihm? Was soll er tun? Wohin soll er mich mitnehmen? Und vor allem, was ist für Jesus von zentraler Bedeutung? Wir haben es gerade in der Lesung gehört und werden es morgen und übermorgen nochmal in unserem Buch lesen. Direkt nach dem vollmundigen Bekenntnis von Petrus erklärt Jesus seinen Jüngern, dass er viel leiden muss, dass er wie ein Verbrecher behandelt und hingerichtet werden wird. Jesus, der Messias, ist kein weltlicher Triumphator, sondern ein Erleidender und ein zum Tode Verurteilter. Und genau das kann Petrus wiederum nicht hören. Können wir es hören? Ein Leidender und zum Tode Verurteilter? Petrus jedenfalls versucht es Jesus auszureden. Das Leid und der Tod passen nicht in sein Bild von Gott und seinem Handeln in dieser Welt. Aber Jesus weist ihn scharf zurecht. Jesu Weg ist ein Leidensweg und auf diesem will er uns mitnehmen. Wer das Leiden und Sterben Jesu nicht annehmen kann, dem geht es nicht um das, was Gott will. Gott will Leben, ja, ewiges Leben. Aber das scheint Petrus zu überhören. Jesu Ankündigung der Auferstehung geht für Petrus in Leid und Tod unter. Aber dieser Fokus hilft Jesus, seinen Weg nach Jerusalem zu gehen. Wir sind eingeladen, mitzuwandern, mitzugehen. Mit Jesus unterwegs nach Jerusalem. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.